Hallo ihr Lieben. So, ich habe mal wieder wieder so ein Trigger-Thema. Ich bin Christian Hemmschmeier, Paartherapeut, Beziehungscoach und so weiter, Diplompsychologe. Und wie ihr vielleicht schon wisst, ich habe ja neulich ein Video gemacht über den Sigma-Mann. Sind mir diese ganzen neuen Begriffe ein Dorn im Auge und ist eigentlich genau, was ich, würde ich fast schon sagen, vorhergesehen habe in meinem aktuellen Buch, die neue Dimension der Liebe. Also diese, wie ich das genannt habe, vierte Dimension, in der wir jetzt sind, wo das Ego nochmal so richtig durchknallt und jeder will was Besonderes sein und jeder will zu irgendeiner Opfergruppe gehören und Sonderrechte haben. Und das treibt mittlerweile, aber das ist genau, was ich hier beschrieben habe, solche absurden Blüten, dass man einfach nur fassungslos ist. Und das Neueste, was ich jetzt gerade gelesen habe, zufällig, nicht rausgefunden, ist, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, ist Frey-sexuell, also Frey-sexuell. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, was ist das denn schon wieder? Ich werde es euch sagen. Dass Frey-sexuell ist, wenn man Leute nur sexuell attraktiv sind, wenn man keine emotionale Bindung zu ihnen hat. Ja, das hat jetzt auch einen eigenen Begriff und es hat sogar eine eigene Flagge, die ich hier nochmal einblenden werde, wenn das dann, ich das hier richtig geschnitten kriege. Und also das ist wieder eine dieser absurden Sachen, ist eigentlich ähnlich wie beim Sigma-Mann, dass Begriffe gefunden werden für eine Sache, die einfach völlig normal ist. Also unser Gehirn ist einfach so gebaut, auch sexuell so. Also das habe ich auch schon immer gesagt, dass es manchmal schwer zusammenzukriegen ist. Also auch Esther Perel sagt, in Langzeitbeziehungen ist es gut, wenn man sich auch ein bisschen fremd bleibt, damit das Sexuelle weiterläuft. Das ist einfach völlig normal. Das ist einfach völlig normal. Es gibt ja auch Untersuchungen darüber noch und nöcher, dass es so einen gewissen Widerspruch gibt zwischen Langzeitbeziehung sein und so eine gewisse Neigung von unserem Gehirn, dass es auf neue Reize stärker reagiert. Das macht das beim einen mehr sein als beim anderen. Aber was hier Frey-sexuell genannt wird, ist ja die ganz normale, was wir immer benennen mit Bindungsvermeidung, Bindungsangst, Commitment-Issues, nichts anderes. Warum so fuck muss man da jetzt einen neuen Begriff finden, ne, damit sich jetzt vielleicht auch mal die ein oder anderen heterosexuellen Männer vielleicht zu irgendeiner speziellen Gruppe dazugehörig fühlen. Das hat natürlich nichts mit der eigenen, weiß ich nicht, ist auch natürlich immer einfach zu sagen, es hat nichts mit meiner Biografie zu tun, es ist meine Prägung und lass mich in Ruhe. Und wenn du mich kritisierst für meine Commitment-Issues, dann bist du schlechter Mensch, weil ich bin Frey-sexuell. Und ich finde das riesen Ego-Geschichte. Ich meine, klar, wenn Leute wirklich, ich meine, es gibt genug Plätze in der Welt, wo Leute wirklich leiden und dann kommt man mit so einem Scheiß, sorry, wenn ich das so sagen darf, ey, da fällt mir echt nichts mehr zu ein. Ich habe bei der Gelegenheit habe ich mich auch mal gefragt, ob es eigentlich auch für so heterosexuelle Cis-Menschen eine Flagge gibt. Gibt es tatsächlich und die sieht so aus. Da frage ich mich natürlich, aber das jetzt nur, habe ich mich echt gefragt, warum ist denn jetzt heterosexuell schwarz-weiß und alles andere ist bunt ohne Ende? Weiß ich, vielleicht könnt ihr mir das erklären, ich weiß es nicht. Also warum können wir nicht einfach, warum muss jeder zu irgendeiner Gruppe gehören und unter irgendeinem Schirm gefasst werden? Und warum können wir nicht einfach alle Menschen sein mit unterschiedlichen Bedürfnissen? Ich meine, wir leben ja hier nicht, leben in einer Demokratie, ich weiß nicht, klar gibt es alle möglichen Themen hier, aber warum können wir nicht einfach Menschen sein mit unterschiedlichen Bedürfnissen und die leben wir halt oder leben wir nicht und die kommunizieren wir oder kommunizieren wir nicht, aber warum muss man immer für jeden, das wird ja immer schlimmer, also muss man für jeden Kram einen Begriff finden, eine eigene Gruppe, die wird dann irgendwo einsortiert, die kriegt dann eine Flagge und also kommen jetzt bald die Bayern-München-Sexuellen oder die Grauer Bart-Sexuellen oder ich weiß es nicht, kommen die auch noch, kriege ich dann auch eine eigene Flagge, das wäre mir natürlich super wichtig. Also ich will jetzt hier niemand anträgern, der echt mit seiner sexuellen Orientierung zu kämpfen hat, also ganz klar, da gibt es natürlich wirklich bestimmt immer noch genug Probleme in unserer Gesellschaft, aber sorry, das geht echt zu weit. Wirklich, wie seht ihr das? In diesem Sinne, wir sehen uns bald wieder.